Gelehrten, ein Sohn von einem Sahabi, er sagte, liebe Brüder und Schwestern, Fadlul ilmi khayrun min fadlil ibadah. Das, der Vorzug des Wissens ist besser als der Vorzug der Anbetung. Warum? Wir haben gehört, Allah will, dass wir ihn anbeten. Aber die Basis für die Anbetung ist, fa'lam annahu la ilaha illallah, dass du erstmal weißt, wie will Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden. Hast du das erlernt, wie Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden will, dann kannst du auch deine Ibadah auf beste Art und Weise machen. Viele sind unsicher. Die machen ihre Gebete, die wissen nicht, ist das jetzt von der Sunna oder nicht? Will Allah so angebetet werden oder nicht? Unsicherheit, die sich auf deine Ibadah, auf deine Anbetung auswirkt. Du weißt nicht, wie betest du gerade Allah an? Derjenige, der die Himmel und die Erden erschaffen hat und der genau weiß, wie er angebetet werden will, wie betest du ihn gerade an? Was bewirkt das Wissen bei uns, liebe Brüder und Schwestern? Hassan al-Basri, rahimullah ta'ala, einer der Salaf-Gelehrten, er sagte, لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. Wenn es die Gelehrten nicht geben würde, dann würden die Menschen so werden wie Tiere. Und jeder würde praktisch das machen, wozu er Lust hat. Wir würden die Leute nicht mehr dazu aufrufen, das Gute zu machen. Und schaut euch die Gesellschaft, in der wir leben. Wallahi, heutzutage, wenn ein Muslim zu seinen muslimischen jugendlichen Freunden sagt, ich komme nicht mit dir in die Disco, dann sagt er ihm, sag mal, was ist denn mit dir los? Bist du verrückt geworden? Hat man mit dir Gehirnwäsche gemacht? Schaut mal, mit wem wir reden. Der Alkoholiker, der zu dir kommt und sagt dir, was, du trinkst keinen Alkohol? Du hast ja keinen Spaß im Leben. Du hast keine Freundin, weil diese Dinge, die Sünden sind und bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht beliebt sind, haben sich in der Gesellschaft verbreitet, sodass du jetzt der Verrückte bist, der du an Allah glaubst, der du ihm gehorcht, der du nicht das tust, was die anderen Kuffar machen. Du bist der Verrückte geworden in dieser Zeit. Subhanallah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi, er hat uns genau aufgezeigt, dass diese Welt hier keinen Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Er sagte, ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha, illa dhikrullah, wa ma wala, wa alimun au muta'allimun. Alles in dieser Welt ist verflucht. Subhanallah. Allah gibt dieser Welt keinen Wert. Alles in dieser Welt ist verflucht. Außer was, ja Allah? Außer das Gedenken an Allah. Und was damit zusammenhängt. Oder ein Gelehrter oder ein Streber nach dem Wissen. Alles andere ist verflucht bei Allah. Subhanahu wa ta'ala. Das ist eine große Sache, die wir verstehen müssen, damit wir auch lernen, liebe Brüder und Schwestern, dass die edelste Beschäftigung die ist, dass du dich mit dem Wissen in der Religion beschäftigst. Und Al-Shafi'i rahimullah ta'ala, der hat die Sache genau verstanden. Er sagte, an atallama mas'alatan wahida, dass ich eine einzige religiöse Angelegenheit lerne, ahabbu ilayya min an usalli 70 rak'a, als dass ich 70 rak'a bete. Warum? Weil das Wissen ist nötig, damit man die richtige Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala macht. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. O Allah, mache nicht, dass die Dunya zu einem größeren Wert, wichtiger für mich ist als die Dunya. Warum? Weil die Akhira wichtig ist für uns. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبِقَى. Wollt ihr etwa die Dunya bevorziehen, das Diesseits, wo das Jenseits besser und beständiger ist? Wie lange lebst du im Diesseits? 60, 70 Jahre? Und manche leben drunter und manche leben vielleicht ein paar Jahre drüber. Aber letztendlich landen sie alle im Grab. Hast du einen von der Weltgeschichte gesehen, der nicht im Grab gelandet ist? Willst du diese Welt haben? Nimm sie dir! Aber wenn du dafür dein Jenseits verkaufen willst, bitteschön, das sind 60, 70 Jahre, von denen du auch nur 20 Jahre lebst. Weil du schläfst ein bisschen, du isst ein bisschen und du hast deine Arbeit, da bleibt nicht mehr viel übrig. 20 Jahre verkaufst du für ein Leben voller Ewigkeit, für ein Leben in der Glückseligkeit, für ein Leben, was jeder Mensch anstrebt. Subhanallah. Wallahi, ist das vernünftig von uns, liebe Brüder und Schwestern? Natürlich, in unserer Religion
wird man für alles belohnt, was gut ist. Und wenn du dir Wissen aneignest, was normalerweise verpflichtend ist, Allah Azza wa Jal wird dich belohnen dafür. Allah Azza wa Jal sagt, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala wird diejenigen, die von euch glauben und die Wissen besitzen, um Rangstufen erhöhen. Subhanallah. Um Rangstufen erhöhen. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, der Unterschied zwischen denjenigen, die einfache Diener sind und die Wissen haben, ist eine Entfernung von 700 Rangstufen. Zwischen einem, der Wissen hat und zwischen einem, der normal ist. 700 Rangstufen. Und jede Rangstufe beinhaltet eine Unterscheidung von 500 Jahren. Allahu Akbar. Das sind die großartigen Stufen, die Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen gibt, die nach Wissen streben. Und Allah sagt, هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, sind etwa diejenigen, die wissen und diejenigen, die nicht wissen, gleich? Wallahi, bei Allah, sie sind nicht gleich. Sie sind nicht gleich, liebe Brüder und Schwestern, weder im Lohn, noch in der Rangstufe, noch in der Ehre, sie sind nicht gleich. Allah subhanahu wa ta'ala hat die einen vor den anderen bevorzugt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ. Der Vorzug von einem Gelehrten, von einem Wissenden gegenüber einem einfach Betenden, schaut mal, der Vorzug von einem Wissenden gegenüber einem einfach Betenden, normaler Mensch, ist wie ich gegenüber einem gewöhnlichen Menschen. Wie ist der Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Menschen und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ist er nicht gigantisch? So ist der Unterschied von jemandem, der Wissen hat und jemandem, der kein Wissen hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um uns zu motivieren, er sagte, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wer einen Weg einschlägt, um Wissen anzustreben, den wird Allah subhanahu wa ta'ala einen weiteren Weg ins Paradies ermöglichen. Alles frohe Botschaften für die Gläubigen, wenn sie dieses verstehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch für diejenigen, die nach Wissen streben, ein ganz besonderes Geschenk. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard hatta namlata fi juhliha wa hatta الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. Diejenigen, Allah subhanahu wa ta'ala macht Bittgebet, Allah subhanahu wa ta'ala segnet denjenigen, der nach Wissen strebt. Allah segnet ihn. Sein Leben ist gesegnet, liebe Brüder und Schwestern. Und die Engel machen Bittgebete für ihn. Nur die Engel? Nein. Sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Ameise in ihrem Loch und der Fisch im Wasser beten für diesen Menschen um das Gute. Warum? Weil wenn sich das Gute verbreitet, dann werden die Menschen gut miteinander sein. Und wenn sie gut miteinander sind, dann werden sie auch gut zu den Tieren sein. Und deswegen machen die Tiere Bittgebete für sie. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Man arada Allahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Für wen Allah subhanahu wa ta'ala etwas Gutes vorbereitet hat, für wen Allah subhanahu wa ta'ala etwas Gutes möchte, den lässt er die Religion verstehen. Und sei dir sicher, o Diener Allahs, wenn du die Religion nicht verstehst, dann deswegen, weil Allah für dich nichts Gutes will. Subhanallah. Hält Allah subhanahu wa ta'ala einem vom Wissen ab? Nein. Aber man entscheidet selber. Man entscheidet selber, ob man das Wissen annehmen will oder nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat einmal in einer Sitzung gesessen. Und er hat einen Dars gemacht in seiner Moschee, sallallahu alaihi wasallam. Die Sahaba, radiallahu anhum, saßen alle um ihn. Da kam eine Person herein, er sah eine Lücke in der Sitzung, so hat er sich reingesetzt. Eine andere Person kam nach, er hat sich geschämt, die Leute zu stören. Und der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagte, so hat Allah sich über auch vor ihm geschämt. Und dann kam eine dritte Person, ein Mann, er hat gesehen, da ist eine Sitzung, der ist wieder rausgegangen. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn kundgetan, was diesen Mann betrifft, der, liebe Brüder und Schwestern, einfach die Sitzung verlassen hat. Er wollte kein Wissen haben. Er wollte nicht nach Wissen streben. Er hat uns gesagt, فَأَمَّا الرَّجُلُ, was diesen Mann betrifft, أَعْرَضَ, er hat sich abgewandt vom Wissen, فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ, so hat sich Allah von ihm abgewandt. أَعُوذُ بِاللَّهِ.
Möge Allah uns bewahren. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wir haben gesagt, die edelste Beschäftigung, weil die ganze Welt ist verflucht, außer das, was mit dem Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala zu tun hat. Die edelste Beschäftigung ist, dass du dich mit dem Wissen, mit dem religiösen Wissen beschäftigst. Das heißt nicht, dass man kein Dunya-Wissen haben darf. Ja? Wir brauchen auch Ärzte, wir brauchen auch Leute, die dienlich sind für die Umma. Natürlich. Aber das religiöse Wissen hat noch einen anderen Rang als das Dunya-Wissen. Nicht, dass man das hier falsch versteht, liebe Brüder und Schwestern. Aber obwohl das die edelste Beschäftigung ist, solltest du die richtige Niyya, die richtige Absicht dabei haben, wenn du nach Wissen strebst. Was sollte meine Niyya sein? Dass ich mit den Gelehrten diskutiere? Dass ich mich vor den Unwissenden zeige und zeige, schaut mal, wie viel Ilm ich habe? Ist das die Niyya? Wallahi, nein. Imam Ahmad, rahimullah ta'ala, er wurde gefragt, was ist die richtige Absicht beim Lernen? Er sagte, dass du die Unwissenheit von dir wegnimmst. Dass du deine Unwissenheit wegnimmst, das ist die richtige Niyya, weil hast du diese Unwissenheit nicht mehr, dann kannst du Allah subhanahu wa ta'ala mit Wissen dienen, liebe Brüder und Schwestern. Und egal, wie viel Wissen man hat, man sollte immer bescheiden bleiben. Man sollte niemals überheblich werden. Und das ist das, was wir von den Salaf-Gelehrten gelernt haben. Wallahi, obwohl sie die Wissendsten waren, sie waren immer bescheiden. Sie haben niemals sich überheblich gezeigt und die Leute niedergemacht, weil die kein Wissen hatten. Nein, sie haben ihnen das Wissen beigebracht. Das ist die richtige Weise. Und das ist das Wissen. Das ist das, was wir brauchen heutzutage, liebe Brüder und Schwestern. Und Wallahi, du wirst eine außerordentliche Freude im Herzen verspüren, wenn du nach Wissen strebst, die du durch nichts erreichst. Schaut mal, wenn einer in der Dawa tätig ist und er redet mit Leuten, er ruft sie zum Wege Allahs mit Wissen. Mit Wissen. Was für eine ungebremste Freude er in seinem Herzen verspürt. Es gibt nichts Schöneres als dieses. Allahumma ja'alna min ahli al-ilm. Allahumma la taj'alna min alladhina lam yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. من الإيمان ترفع رأسك.